Hallo liebe Leute, heute möchte ich mit euch zusammen einmal eine Schraubkreissäge von Bosch testen. Es handelt sich hierbei um die GKT 18V 52GC. Ich werde erstmal diesen Karton auspacken, die Kiste auspacken, schauen was da drin ist, euch ein wenig dazu erklären und ein bisschen meine Meinung dazu sagen. Denn ich habe als Tischler mit langer Erfahrung auch schon mit einigen Tauchkreissägen gearbeitet, habe auch so den einen oder anderen Favoriten. Wer weiß, vielleicht überzeugt mich die Bosch ja. Wichtig noch zu erwähnen ist, dass es sich um ein Bitorbo Brushless Modell handelt, das natürlich laut Herstellerangabe reichlich Laufzeit hat und reichlich Power bieten soll. Wir schauen einmal rein. Es gibt natürlich die obligatorische Bedienungsanleitung mit Konformitätserklärung. Die habe ich mir vorher schon angeschaut. Brauchen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Dann gibt es einmal einen Staubsack. Praktisch, wenn man nicht unbedingt mit Absaugung arbeiten kann oder möchte. Ich bevorzuge meinen Staubsauger an der Säge, halte ich einfach für sauberer. Es gab einen Akku mit in diesem Testset dabei, einen 5,5 Ampere Akku, auch Pro-Core-System. Ich habe schon einige Pro-Core-Akkus und muss sagen, die haben wirklich eine enorme Laufzeit. Zum Beispiel habe ich mir irgendwann einmal diesen 12 Ampere-Stunden Akku besorgt, der ist nicht klein zu kriegen. Für den ganzen Tag Arbeit sägen absolut ausreichend. Hier gibt es einmal die Säge. Soweit ein schönes Stück. Gucken wir uns gleich genauer an. Und es gab noch ein weiteres Sägeblatt. 140 mm Durchmesser, 1,3 mm Blattstärke, 1,8 mm Schnittstärke, 20 Zähne. Und Bosch sagt, dieses Sägeblatt ist gut geeignet für Wood und Long Life. Also ein Holzsägeblatt mit Wechselzahn. Die Kiste werden wir jetzt erstmal nicht brauchen. Weiterhin gab es zu diesem Testset einmal eine Schiene dazu mit einer Länge von 1,6 Meter. Aluminium mit Kunststoffgrippe, eigentlich wie alle Kreissägenschienen ein leichtes Modell. Dazu Spannzwingen, um die Schiene zu fixieren. Und das war's. Den Akku und die Anleitung brauchen wir jetzt noch nicht. Schauen wir uns einmal die Säge an. Die Säge hat auch wieder eine Bluetooth-Schnittstelle, für wen es braucht. Ja, ich muss sagen, ich habe einige Maschinen schon mal ausgestattet mit diesem Bluetooth-Chip. Ich halte es noch für ein bisschen Spielerei. Zum Beispiel gibt es bei dem Schlagschrauber, glaube ich, die Möglichkeit, nochmal diverse Sachen einzustellen oder an der Flex. Finde ich da nicht so praktisch. Ich wünsche mir da lieber eine manuelle Einstellung. Oder auch die Rückschlagsicherung am Akkuschrauber von Bosch. Auch bei dem 18-Volt-System. Bei der Säge habe ich mich jetzt noch nicht eigentlich wirklich eingelesen, was ich hier noch einstellen kann oder welche Daten ich abrufen kann. Wie gesagt, ich bin da eher Freund davon, alles wirklich analog zu haben, aber das ist sicherlich Geschmackssache. An der Säge gibt es einmal den Imbusschlüssel zum Wechseln des Sägeblatts. Wunderbar verstaut, immer an der Säge, sollte man auch dort immer behalten. Die Säge ist natürlich mit dieser schmalen Führung für die Führungsschiene ausgestattet, weil es nur einen schmalen Steg gibt. Ich sehe hier aber ein schwarzes Kunststoffelement, das sich mit einer Torx-Schraube entnehmen lässt. Damit wird die Säge sicherlich auf meine ganzen anderen Führungsschienen, die ich auch in diversen Längen habe, passen. So, dass ich die nicht ersetzen muss, wenn ich umsteige auf die Bosch-Säge. Finde ich gut. Schönes Feature. Die Spannbacken dieser Führungsschiene, diese Kunststoffbacken, lassen sich hier oben mit zwei Wählschaltern nachjustieren, ist praktisch, weil die nutzen sich ab. So kann ich immer den besten Andruck gewährleisten, dass die Säge schön gleichmäßig läuft und mir nicht in der Schiene kippelt. Auch sehr wichtig. Die maximale Schnitttiefe ist mit 52 mm angegeben. Da weiß ich jetzt nicht, ob das mit oder ohne Schiene ist. Bei einem anderen Hersteller habe ich zwei Skalen. Finde ich praktischer zu wissen, wenn ich die Säge ohne Schiene, wie tief muss ich es einstellen. Hier habe ich wahrscheinlich mal den Feststeller zum Sägeblattwechsel. Die Kartierung wird gelöst mit diesem Wählschalter und der zweite Schalter lässt das Sägeblatt starten. So, zum Sägeblattwechsel kann ich dann hier die Arretierung fixieren. So komme ich in die Imbusschraube und kann problemlos das Sägeblatt wechseln. Weiterhin haben wir eine 45-Grad-Einstellung, die einmal mit einer normalen Stellschraube und einem Verstellriegel einzustellen. Ich habe zwei Stellschrauben, löse einmal die Arretierung
kann die Schraube wieder festziehen für diverse Schnitte, die ich machen möchte. Die Skala finde ich jetzt etwas ungenau. Aber für den normalen Gebrauch wird es wahrscheinlich reichen. Ich werde das Sägeblatt einmal feststellen. So. Nochmal überprüfen mit dem Winkel, wie 97 Grad Einstellung aussieht. Mit dem Winkel sieht es gut aus. Dabei bitte darauf achten, dass ihr nie mit dem Winkel gegen die Zähne haut. Die sind aus Hartmetall und leiden, wenn ihr da entsprechend mit einem harten Metallgegenstand gegenstößt. Dann besteht die Gefahr, der Zahn bricht ab und fliegt euch in den Ohren. Das will keiner. Ansonsten gibt es eine Anzeige, einen Eco-Mode, Batterieladestand und einen Knopf zum Verbinden mit dem Bluetooth. Soweit, muss ich sagen, eine schöne Maschine, schön gummierte Griffe, fühlt sich gut an in der Hand, Handhabung, wirkt jetzt erstmal noch leicht. Das ändert sich natürlich, je nachdem, welchen Akku ihr aufspannt. Ja, mit Akku ist das ganze Gerät schon etwas schwerer. Jetzt, nachdem der Akku drin ist, werde ich natürlich nicht mehr solche Sachen machen, wie das Sägeblatt ausfahren und arretieren und so weiter. Dieses machen wir immer ohne Akku. Beim Sägeblattwechsel ist ganz wichtig, Batterie entnehmen. Schauen wir uns einmal die Sägeschiene an. Die werde ich wahrscheinlich nochmal abrichten müssen, einmal mit der Säge einen Schnitt entlang der Gumminippe, damit es genau passt und für meine Einstellung zu verwenden ist. Die Zwingen lassen sich sehr gut einführen. Ich bereite jetzt die Zwingen vor für den ersten Probeschnitt. So, die Zwingen lassen sich auf der Schiene erstmal ohne den Hebel zu benutzen verschieben. Das ist schon mal schön, das geht ein bisschen schneller bei der Arbeit dann. Wann brauche ich überhaupt eine Tauchkreissäge? Für mich als Schreiner ist das natürlich eine relativ einfache Frage zu beantworten. Auf Montage, Waschbeckenausschnitte, Arbeitsplatten ablängen, Anpassschnitte zu machen vor Ort beim Kunden. Alles, wo ich natürlich keine Formatkreissäge dabei habe. Weiterhin habe ich, muss ich sagen, in meinen Anfangsjahren, als ich noch keine Formatkreissäge hatte, die Plattenaufteilung gemacht. Mit einer Tauchsäge und einer sehr langen Schiene habe ich mir ganze Platten Vollformat bestellt und die dann bei mir auf einem Lattengerüst aufgeteilt. Je nach Genauigkeit der Säge und der eigenen Arbeit kann man gutes Ergebnis erzielen, das sich durchaus auch mit einer Formatkreissäge vergleichen lässt. Schauen wir mal hier jetzt, was wir hier erreichen können. Ne? Ich spanne einmal den Staubbeutel ein. Der sitzt schön fest, das gefällt mir schon mal gut. Eine Sache, die mir jetzt gerade auffällt, ist die Position. Man kann tatsächlich, manche machen das auch, habe ich noch nie gemacht, beim Bodenlegen oder so weiter, wenn ich eine Schattenfuge brauche zur Wand hin, kann ich tatsächlich entlang einer Wand schneiden, ohne dass mir der Staubsack im Weg ist. Praktisch. Gleiches gilt natürlich auch, wenn ich einen Staubsaugerschlauch anschließe. Schauen wir noch mal kurz eine Sache. Welchen Abstand kann ich denn überhaupt schneiden zur Wand? Es gibt Modelle, da ist es sehr knapp an der Wand entlang möglich. Wir haben hier ca. 9 mm mit Augenmaß. Dann noch die Sägeblattstärke aufaddiert. Rechnen wir mal mit 12 mm, das ist ein gutes Ergebnis. Eigentlich perfekt, wenn ich dann doch mal etwas Parkett gerade besäumen muss an der Wand. Ich kann mir die Tiefe einstellen. Ich habe 12 mm Abstand zur Wand. Perfektes Maß fürs Quellen und Schwinden und wird noch abgedeckt von der Sockelleiste. Super. Akku wird eingesetzt und ich bereite mich auf den ersten Schnitt vor. Nicht zu vergessen, ich arbeite jetzt heute mit einem Staubschutz und mit Gehörschutz und mit Schutzbrille. Solltet ihr auch immer tun. Gerade die Holzstäube werden häufig vernachlässigt. Man arbeitet viel zu selten mit einem Staubschutz. Das kann sich in späteren Jahren dann doch irgendwann mal rächen, vor allem wenn ich mit Buche oder Eiche arbeite. Das erste Feature, das mich direkt überzeugt hat,
ist, falls ihr es sehen könnt, eine digitale Anzeige, die mir zum einen den Akkustand wiedergibt, zum anderen einen Eco-Warnungsmodus angibt, oder auch nicht, kann ich ausschalten, verschiedene Stufen einstellen, 1 bis 6 und dann kommt Eco. Ich habe gerade im Eco-Mode geschnitten. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dieser grüne LED-Rahmen hat sich eben gerade verfärbt nach Gelb, um mir anzuzeigen, ich schneide gerade ein bisschen am Himmel. Ich muss meinen Vorschub reduzieren oder die Säge kommt nicht hinterher. Was natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist, gerade beim Schneiden von Arbeitsplatten, den häufig viele Menschen falsch machen. Ich habe es jetzt extra gemacht, weil ich die Säge ein bisschen testen möchte. Normalerweise macht ihr so einen Schnitt von ca. 40 mm Stärke in zwei Durchgängen. Denn so könnt ihr garantieren, dass ihr rechtwinklig bleibt. Es gibt Sägen, die verziehen dann ein bisschen. Dann habt ihr kein schönes Schnittergebnis. Habt ihr oben zwar eine gerade Kante, Arbeitsplatte wird an die Wand geschoben und ihr seht, huch, mein Schnitt ist ja gar nicht 90 Grad. Was machen wir denn da? Schauen wir uns mal hier diesen Schnitt an. Der Abschnitt sieht super aus. Natürlich habe ich Ausrisse beim HPL von der Arbeitsplatte. Das lässt sich so leider nicht vermeiden. Ich hätte die Arbeitsplatte natürlich umdrehen können, so dass ich quasi auf der Unterseite schneide. Dann hätte ich weniger Ausrisse im HPL. Halten wir einfach den Winkel an. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, wahrscheinlich nicht, aber absolut akkurat. Ich werde noch einen zweiten Schnitt machen, diesmal in einer anderen Einstellung. Vielleicht machen wir noch mal 6 Schnitte ohne Kommentar jetzt weiter und probieren mal alle Einstellungen durch. Mal gucken, ob wir die Säge ans Limit bringen, ob wir den LED-Rahmen auch noch rot zum Leuchten bringen. Schauen wir mal, was passiert. Jetzt muss ich gerade erwähnen, ich habe die ganze Zeit ohne Gehörschutz gesägt. Ich finde, die Säge ist wahnsinnig leise. Trotzdem auf jeden Fall Gehörschutz aufsetzen. So, beim Eco-Mode hatte ich schon wieder ein paar Mal die Säge ein bisschen an der Grenze. Trotzdem, die Anzeige hilft mir, meinen Vorschub kontrollieren zu können. Um natürlich das meiste aus dem Akku rauszuholen, finde ich ein super Feature. Das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall anwenden werde auf einer Montage. Denn häufig kommt es vor, dass ich natürlich vernünftig arbeiten möchte, ohne jedes Mal einen Akku nachladen zu müssen. Manchmal hat man auch keinen Ersatzakku dabei, weil man dachte, man macht nur schnell was. Auf einmal braucht man dann doch mehr Batterie-Power. Dann ist der Eco-Modus wirklich, wirklich hilfreich. Bis jetzt muss ich sagen, die Säge ist ja sehr gut durchmarschiert in allen Einstellungen. 38 Arbeitszeit und HPL-Beschichtung wohlgemerkt. Das ist, denke ich, auch mal genau der Einsatzbereich auf der Montage, ohne großen Zeitverzug, ohne aufzupassen, wie viel Akkulaufzeit ich habe und so weiter. Diese Schnitte haben jetzt wirklich Spaß gemacht. Alles sieht super aus, schön rechtwinklig. Ich werde jetzt noch an einem Schnitt nur mal die Schiene abrichten, denn für die letzte Anwendung möchte ich noch einmal einen Waschbeckenausschnitt simulieren. Hier seht ihr noch einmal die Anzeige. Mit Wahlmöglichkeit, Eco-Mode 654321 und wieder hoch das Ganze, so dass ich nicht allzu viel klicken muss. Super Einstellung. Das Schnittergebnis ist wirklich super, muss ich sagen. Ich würde jetzt natürlich noch entweder mit einem Japaner, also Japansäge oder mit einer Stichsäge, die Ecken rausschneiden, die noch fehlen. Ausschnitt entnehmen, Waschbecken einsetzen, fertig. Was wollte ich noch sagen? Ja, was mir sehr gut aufgefallen ist, an der Säge gibt es hier vorne, ich weiß nicht, ob ihr das mit dem Staub erkennen könnt, hier vorne zwei Markierungen. Die zeigen mir genau an, von wo an mein 140 mm Durchmesser Sägeblatt eintaucht. Sehr hilfreich bei Tauchschnitten. Noch wichtig zu erwähnen ist bei Tauchschnitten, haltet die Säge mit beiden Händen, denn ihr werdet den Rückschlag spüren. Unter Umständen versaut ihr euch den Schnitt, wenn ihr nicht aufpasst. Die Säge schiebt sich ein bisschen zurück. Ihr seid eingetaucht und auf einmal seid ihr mitten in der Fläche, die ihr mit dem Waschbecken nicht mehr abdecken könnt. Passt da bitte auf. Schauen wir noch einmal, wie viel Staub die Säge jetzt gesammelt hat. Oh, der Beutel ist gut gefüllt. Trotzdem insgesamt eine staubige Angelegenheit, wie ihr sehen könnt. Benutzt den Staubsauger, mein Tipp an euch.
prima Säge, gute Einstellmöglichkeiten. Ich muss sagen, bisher bin ich überzeugt. Ich sehe die Säge als eine tolle Ergänzung für mein Werkzeugset. Was mir fehlt, schauen wir noch einmal, ist ein Spaltkeil. Und tatsächlich kann dieser durchaus hilfreich sein, damit ich die Rückschlaggefahr minimiere. Es handelt sich jetzt natürlich um eine Handkreissäge, nicht um eine Formatkreissäge, wo ich mit ganz anderen Kräften arbeite. Dennoch, ich halte es für sinnvoll. Wer weiß, ich müsste die Säge noch häufiger testen, um zu merken, ob mir der Spaltkeil wirklich fehlt. Vielleicht ist das jetzt auch nur von mir eine Einstellungssache. Und in Wahrheit braucht man den hier nicht an dieser Säge. Also mein Fazit, absolute Empfehlung. Ich würde mich freuen, wenn ich die in meinem Werkzeugsortiment hätte. Schönen Tag euch noch.